Zunächst mal, ich wollte vor allem darauf hinweisen, ich glaube, das ist den meisten nicht bewusst. Wenn Sie Geld auf einem Konto bei der Bank haben, geben Sie der Bank Kredit. Das heißt, Sie sind damit in einer Haftung für das Risiko, was diese Bank an Geschäften macht. Und wenn die pleite geht, sind Sie faktisch auch in der Haftung. Es gibt zwar eine Einlagensicherung, aber da sollte man nicht genau hinschauen, wie viel die wirklich abdeckt. Und insoweit finde ich natürlich diese ganzen Vorstöße jetzt hochgefährlich. Und man muss einfach wissen, es gibt sowohl bei den Ökonomen als auch bei den Banken als auch in der Politik eine sehr rege Diskussion darüber, ob man nicht das Bargeld ganz abschaffen sollte. Weil dann ist tatsächlich der Weg in die Negativzinsen frei. Also zurzeit macht man, das müssen Sie erläutern. Ja, also wenn man gar kein Bargeld mehr hat, wenn das komplett abgeschafft wird, dann ist man ja quasi gezwungen, alles, was man an Einnahmen hat, auf seinem Konto zu halten. Mhm. Das heißt, man muss alles und man ist damit natürlich völlig abhängig von den Konditionen der Bank. Also natürlich kann man immer noch von einer Bank zur anderen wechseln. Aber wenn die relativ einheitlich dann zum Beispiel Negativzinsen erheben, das machen sie ja jetzt beim Kleinsparer noch nicht, weil sie Angst haben, zumindest wenn das nicht große Beträge sind, dass man es runterholt. Wäre ja auch rational. Also wenn jetzt irgendwie 3% Minuszins wäre, würde wahrscheinlich jeder eher das Risiko eingehen, zu Hause ein Tresor zu kaufen, das reinzutun, als der blöden Bank so viel Geld zu geben. Aber wenn sie es gar nicht mehr runterholen können, wenn sie gar kein Bargeld mehr haben, dann sind sie ausgeliefert. Und ich finde, das ist ganz gefährlich und das muss man Sie auch sehen. Sie sind mit Herrn Söder einer Meinung in diesem Punkt? Ja, ich hoffe nur, dass die CSU es diesmal so macht, dass sie das auch dann durchsetzt. Also ich meine, die Regierung hat ja offenbar diesen Plan. Nun redet und Herr Schäuble ja von der Obergrenze 5.000 Euro, die ja, man in bar bezahlt. Ja, aber das ist ein erster Schritt. Also man muss auch wissen, seit 2010 läuft das. Vorher gab es das nirgends. Seit 2010 ist in vielen europäischen Ländern eine Bargeldobergrenze eingeführt worden. Übrigens teilweise viel niedriger. Sogar von 1.000 ja, Euro, also noch viel niedriger. Und wenn man das einmal überall gemacht hat, dann wird es einen Trend geben, das natürlich immer weiter abzusenken. Und das ist der Weg wirklich aus dem Bargeld raus. Und da ist noch ein Punkt, den man auch nicht vergessen sollte. Also wenn es kein Bargeld mehr gibt, kann alles, was wir kaufen, gespeichert werden. Also dann sind wir sozusagen völlig gläsern, alle unsere Konsumgewohnheiten. Und das in einer Welt, wo es Big Data gibt, wo also sowieso schon alles gespeichert wird über uns. Da ist natürlich noch viel leichter, ein Profil von einzelnen Personen zu bekommen. Ist der zum Beispiel, neigt der zum Alkohol, trinkt der oder raucht der? Und wenn das solche Daten dann eventuell an Krankenversicherungen gehen, wenn solche Daten an Arbeitgeber gehen, dann ist das hochgefährlich. Also auch um Schutz der Privatsphäre willen halte ich das für eine völlig falsche Strategie.